Willkommen zum letzten Part von Assassin's Creed 1, in dem es darum geht, die Nachforschungen noch fertig zu bringen fürs letzte Viertel in Jerusalem. Das machen wir jetzt natürlich. Beziehungsweise die Nachforschungen sind ja schon alle gemacht. Aber wir müssen hier noch einen Bürger retten, der hier ja gerade gerettet wird. Und danach noch einen Aussichtspunkt. Oder Aussichtsposten, wie man ihn nennen will. Mann! So, jetzt du noch. Und der Bürger ist gerettet, oder? Nein, da kommt noch jemand. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Yeah, alle Bürger gerettet. Das heißt, wir gehen zu diesem Aussichtspunkt. Dann müssen wir hier hoch. Nein, müssen wir nicht. Aber hier. Ja, los, geh doch. Kletter ein bisschen schneller. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. So, hochklettern, synchronisieren. Und ein kleines Sprüngchen ausführen. Wir haben alle Aussichtspunkte im Bürgerviertel von Jerusalem erklommen. Perfekter geht's doch nicht, oder? Dann gehen wir jetzt zurück zum Büro. Reden mit dem Verbindungsmann und dann wird Robert de Sable getötet. Zack, darüber und hier wieder runter. Ja, ja, ich gehe gleich. Wenn ich diese Flagge habe, dann bin ich doch schon so schnell verschwunden, wie es nur geht. 24 von 100, oh mein Gott. Da hat man auch überhaupt keinen Bock. Ich habe die einmal alle gesammelt. Und was bekommt man dafür? Nichts. Ja, das ist mir dann echt zu dumm eigentlich. So, so und Sprung. Daneben nicht Sprung. Mann, wo bleibt denn das Büro? Das glaubt man ja nicht, dass das überhaupt nochmal kommt. Ach, noch eine Flagge. Ja, wunderbar. Einfach ein bisschen rumrennen hier und schon findet man ein paar Flaggen. Und da ist das Büro. Perfekt. Och nee. Man rammt einen Wächter und schon greift er einen wieder an. Jetzt sind wir ja wieder anonym. Und können ins Büro. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Ja, dann lasst uns Robert töten. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik. Bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das?
Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Yeah, der kann uns jetzt also auch leiden. Das ist ja wunderbar. Und jetzt machen wir sogar noch das Attentat. Robert besucht Mashtadins Begräbnis. Das ist der Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ja, na gerne doch. Dann machen wir uns mal schön auf den Weg dahin. Auch wenn der wieder lange sein wird. Und ich weiß nicht, mit was ich euch bequatschen soll während dieser Zeit. Ja, schön. Fall halt runter. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man das nicht weiß. Gebt mir einen Tipp, was könnte ich sagen? Ja, Wächter verfolgen uns. Sowas finde ich überhaupt nicht toll. So, hierüber. Da runter. La 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 la. Ja, ja, ich gehe doch gleich. Und hier ist das. Das Begräbnis, das... was auch immer. Wir verstecken uns mal kurz hier. Und wir wurden entdeckt. Na wunderbar. Gleich von so wenigen Soldaten. Mann, das ist doch echt toll. Da kriegt man ja gleich noch mehr Lust auf noch mehr Wächter. Ich könnte kotzen. Ey, Mann. Hier muss doch irgendwo eine Bank sein. Yeah. Ja, tot den Ungläubigen. Tot dem Ungläubigen, meine ich natürlich. Dieser Ungläubige sind wir, aber das macht uns nichts aus. Ja, ja, ich drehe gleich zurück. Hier ist das Brick. Brickregnis, wollte ich schon sagen. Brickregnis. Mann, ich kann es nicht aussprechen. Begräbnis. So, Mann. Brickregnis. Wieso will ich da dauernd ein R mit reintun? Was soll's? Wir springen da jetzt irgendwie rein. Hallo? Warum sind wir hier? Warum wird hier schon aufgezeichnet? Ich darf nicht rennen. Was soll das? Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies.
Amen. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Na, wunderbar. Wir werden also gleich entdeckt. Ja, du willst zuerst, dann kriegst du auch zuerst. Na toll, Bogenschützen. Besser kannst du auch nicht laufen, oder? So. Und Robert ist der in der Rüstung. Zack. So. Und tot. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gegen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. So. Das Ganze war also nicht Robert, das wusste ich natürlich. Aber falls hier irgendwer blind zuschaut, was ich kaum glaube, dann wird er sich jetzt bestimmt wundern, warum das eine Frau war. Und zwar hat Robert das Ganze gewusst, dass wir kommen. Und ja, der wollte natürlich selbst nicht sterben. Jetzt müssen wir erstmal zurück zum Verbindungsmann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach ja, und was ich noch komisch finde. Also ich meine, die haben ja der Frau ein Messer in den Hals gerammt. Und dann sagt er plötzlich, ja, du kannst gehen. Also ich finde es irgendwie, keine Ahnung, das ist so unlogisch. Das würde mich mal gerne interessieren, wie sowas gehen sollte, aber naja. Komische Sachen gibt's immer in Spielen, genauso wie in Hollywood-Filmen. Ach Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe hier drüber laufen. Ihr braucht gar nicht so tun, als würdet ihr mich verfolgen. Ich hau euch sowieso allen ab. So, dann hier und hier. Schnell da hoch. So. Dann so und hier rein. Perfekt. The perfect Versteck. Und ich würde mal sagen, wir machen dann hier mal einen kurzen Schnitt. Und sehen uns im nächsten Part wieder, oder? Also, bis dann, haut rein!